Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir nähern uns dem Ende, denn wir befinden uns in Ganons Kastell. Erinnert mich ein bisschen an Kartell. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine AP-Balken mehr bei den Monstern. Ich habe die hässliche Maske abgesetzt. Vote for Emoti-Link. Jetzt habe ich gar nicht so schön die... Vorfreude vom letzten Mal quasi übernommen. Denn es erwartet uns etwas ganz Wundertolles hier. Und zwar, was willst du denn hier? Hau ab! Steht auf einmal so ein Typ vor mir. Ich gucke gerade runter aufs Gamepad, um Items zu ändern, und dann kommt der da an. Ja, steht. So. Bäm. So. Denn. Ihr könnt es euch vermutlich schon denken, dass euch das hier an irgendwas erinnert. Ich will mal noch nicht zu viel erzählen für Leute, die es noch spielen müssen. Aber das hier könnte euch bekannt vorkommen. Das ist FYI. So, komme ich hier runter und wie mache ich die Dinge aus? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, da falle ich runter. Also der kluge Mensch in mir sagt, da müsste eine Falle sein. Der unkluge Mensch in mir sagt, ja, probier's halt aus. Ah, okay, man muss einfach nur... So, hallo, Gegner, was geht? Haut ab. Danke. Oh mein Gott, ein Glücksamulett. Ich kann es einfach so aufheben, ohne groß was machen zu müssen. Allerdings, habe mich schon gewundert. Ich wollte doch gerade sagen, wie komme ich da hoch? Habe ich etwa versagt? Nein, habe ich nicht. Ich muss nur alle Items, die im Tempel dabei waren, in Betracht ziehen und schon, bam, kommt man durch. So. Und jetzt kommt die Auflösung des Rätsels, was euch erwartet. Bosse. Oh. Und zwar die Schwarz-Weiß-Variante. Weil es ja Vergangenheit so gesehen und... Ich glaube, die Musik ist auch ein bisschen anders, was ich schade finde. Oh Gott, er kommt hier hin. Vielleicht wird er mich fressen. Oh Gott, ich wollte doch den... Ich wollte eigentlich seine Zunge greifen, aber das automatische Zielsystem hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. So. Oh Gott, er kommt da wieder. Bin ich den kleinen... So. Habe ich jetzt endlich den richtigen? Danke! Und dann hat er wieder rausgespuckt. Na prima. Oh, nochmal einen schon mal kaputt. Na, oh Gott. Ja, doch. Fliegt durch die Gegend, habe ich kein Problem mit. Okay, doch, ich habe ein Problem. Der hat mich erwischt. Ich hätte das auswählen sollen, aber ja, hinterher ist man immer schlauer. So, komm, wir sind mit klein. Bam, bam. Muss nur durch. Tress. Da. Bam, bam, so. Schauen wir uns noch ein paar Herzen, damit wir nicht mit zu wenig rausgehen. Dann wird er fertig gemacht und das war's mit Endboss Nummer 1. Glaube ich. Nicht? Wie? Viermal. Das ist ja voll unselderlich. Oder so. Ja. Ja, da fliegt er. Ich will er mir fressen! Dem muss ich ausweichen, sonst falle ich wieder Herzen. Manchmal braucht man eben ein bisschen Geduld bei den Bossen. So.
Nein, oh Gott. Komm her, du kleiner Fatz. Mini-Wurm, so. Mal noch den großen, jetzt aber kaputt hoffentlich. Jawohl, einmal mehr treffen als vorher. Oder ich habe mich einfach verzählt. Das kann auch sein. Bäm, direkt wieder zurück teleportiert und... Bing, der Wurm. Da könnt ihr auch schon ein bisschen, wer gerade aufgepasst hat, erkennen, welche Bosse da sonst noch kommen mögen. Bin mal gespannt, ob ich alle diese Folge fertig mache. Ich habe jetzt 5 Minuten gebaut, also dürfte das eigentlich ziemlich gut hinkommen. Wenn ich mich beeile, bei manchen, geht das sogar noch schneller. Hier haben wir einen ziemlich offensichtlichen. Also, jeder mit ein bisschen Grips im Kopf. Oh nein. Womit? Ach so, ja, okay. Brainfart. Nicht Braveheart, sondern Brainfart. Bitte lass mich jetzt hier drauf klettern können. Okay, theoretisch kann ich das. Da muss ich dann noch ein bisschen. Ja, doch. Weiß Animation. Ich will es mir wieder einfacher machen, als es ist. Na. So. Damit hätten wir die zwei schon mal fertig. Und kann ich jetzt in Ruhe hier drauf stellen und zum nächsten schwingen. Und von da aus. Was habe ich denn von hier? Ja, aber das war nicht der richtige. Schade. Wieso? Oh. Bullshit. Bitte lass ihn jetzt nicht wieder da sein. Doch, er ist wieder da. Okay, nächster Versuch. Dann halt so, wie die es wollen. Okay, ändern wir es nochmal. Wir nehmen ein Notfall-Deko-Blatt mit. Und dann darf nichts mehr schief gehen. So. Wusch. Was? Ich bin halt da. Bin nur drauf gelandet. Beschiss. Ich fühle mich verarscht. Spiel ist scheiße. Nie wieder. So. Zack. Hoch. Wupp. Zack. Wupp. Und erstmal ein bisschen hochklettern. So, reicht das? Nee, reicht nicht. Wenn ich ein bisschen gucken könnte halt. Das dürfte jetzt aber reichen. Wenn das nicht reicht, dann bin ich sauer. Ich sowieso schon. So. Und... Schwing, schwing, schwing. Yes! Bin mir nicht sicher, ob das eigentlich der Plan war, wie dieser Level gemacht werden sollte, aber naja. Ah, toll. Ey, mach's auch wieder auf. Hallo. Ey, das gibt's doch nicht. Warum? Greift denn das? Das gibt's doch nicht. Hä? Darf ich? Warum klappt denn das nicht? Hä? Aua. Oder muss ich erst am... Ah. Muss erst am Schwanz. Hm.
Wenn man bedenkt, dass das der erste Endboss ist und ich damit nicht klarkomme, Gratulation dazu. Knack. Ja, man muss erst die Rüstung wegmachen und dann kann man ins Auge. Mich würde mal interessieren, ob ich das am Anfang auch gemacht habe oder ob ich da. Ey, jetzt schau ich mal mit so einem Scheißtreffen, Mann. Oder ob ich da klüger war. Kawupp Nummer 2. Knack, knack, knack. Sieht irgendwie aus wie vorher. Naja, ich hole mir ein paar Herzen hier raus. Kein Dekoblatt, das ist doof. Ich hätte gerne ein Dekoblatt. Und Geronimo! Platsch Nummer 3 und jetzt kann ich ihn fertig machen. Man wollte schon sagen, da war doch noch was. Bäm. So, jetzt ist sein Auge auch frei. Dann kann ich da zielen. Alles. Das war einfach. Master Schwert saved. Schwing. Und 11 Minuten 12 eigentlich. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Die Zeit verrinnt und so. Was soll ich denn mit dem Glücksamulett jetzt noch? Ich habe doch sowieso schon das gekriegt, was ich dafür brauchte. Meine Insel, nämlich. Glücksamulett. Oh, nee. Bitte lass die nicht alle aufgehen. Was ist das überhaupt für ein Gegner? Ich habe jetzt geguckt. Okay, man konnte immer noch durchlaufen. Dann ist ja gut. Wir werden alle ignoriert. Ah nein. Nicht die Geister. Mach mir bitte nicht. Geh wieder hoch. Ja, hä? Ah! This is the bullshittiest of the bullshit. Muss ich erst einen Typen auf. Lass mich doch einfach den Typen. Hass und so. Zack, danke. Muss ich mich verarschen? Warum? Ey! Kannst du einfach aufstehen, du Spasti. Ich glaube, es hackt. So. Eben noch auf. So, jetzt laufe ich damit nochmal ins Licht. Ich das hier. Der wieder aufsteht auf einmal. Geht doch. Das war seltsam. Was passiert jetzt? Ja, dasselbe Spielchen nochmal. Why the fuck not? War ja gerade schon so lustig. Hab ich einen erwischt? Ja. Geh mal auf. Lauf. Immerhin muss ich mir nicht erst eine blöde Animation angucken, wenn ich da hinlaufe. Was soll das denn jetzt? Hau ab! Tch. Als ob. Der wird ignoriert. Ich mache ja keine Gegner kaputt, die ich nicht kaputt machen muss. Soweit kommt's noch. So, Geisterchen. Wir kennen den Drill. Das ist ja noch nicht so lange her.
So. Ziel nähern und so. Achso, die kann ich alle hauen. Okay. So, das sind doch schon mal ein paar weniger. Das lässt mich hoffen, dass dieser Dungeon ein wenig schneller gelöst, also Dungeon in Anführungszeichen. Was will er denn jetzt? Lass mich in Ruhe. Hey. Wir haben das scheiß Logo-Gesicht gemacht. So weit kommt's noch. Das ist genau, wo ich gerade ihn da kaputt mache. So, Platsch, wo sind sie? Wie ist alle beim zweiten? Ich glaube nicht. Ein drittes Mal muss ich noch. Ja, okay. Obwohl, wie viel sind es? 4, 5? Es könnte auch beim dritten Mal knapp werden. Nee. Oh mein Gott, wenn dieses Luke jetzt zugeht, dann hau ich was. Glück gehabt. Zack. Los, du fetter Rollmops. Mann. Wie, wo ist der letzte? Weh. Es war so klar, dass der das macht. Ah, zum Kotzen. Wo ist die Lichtluke? Da. Na gut, einmal noch den letzten. Roll die, roll die, roll. Wir sind bei 17 Minuten. Was? Hä? Was? Ich hab ihn noch dagegen gewallert. Nimmt es? Ich fühle mich verarscht hier von dem Spiel gerade. Es will mit Absicht, dass ich Zeit verliere und so. Also ich meine, werf ihn gegen die Wand und auf einmal kommt da nichts raus. Geht doch. Wegen allem so einem beschissenen Geist, den ich eben noch nicht kaputt gemacht habe. Zustände sind das hier. So, jetzt weiß ich gar nicht, was der letzte war. Wird sich gleich zeigen. Oh, die Blume. Na dann ist ja gut. Deku, 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 Deku. Also die ersten, die letzten beiden Dungeons, so wie es ausschaut. Das ist ja interessant. Möchte man meinen. So, was haben wir hier? Wir haben Deku, wir haben alles. Bumerang nehmen wir bestimmt auch, so. Deku, Blatsch. Ja, da bin ich jetzt fast drauf gesprungen. Oh Mann. Ah? Und nun? Ah. Da unten ist das Ding, das ich brauche. Bring mir den hier näher. Danke. So. Deku blatt, damit mache ich gleich viele Gegner platt. Bam, bam, bam. Face! Into the Palm! Oh, jetzt muss ich das alles nochmal. Ich und meine Ungeduld sind keine guten Partner. Aber ja, wie zu lange? Jetzt müsste ich eigentlich schon fertig sein. Aber nein. Danke. Mein Timing, ey. So. Komm her. Platsch. Deku, bla. Ich brauch mal wieder magische Energie und so. So, jetzt.
Jetzt warte ich erst, bis er wieder runterkommt. Und dann... So, jetzt habe ich das Symbol gesehen. So. Und... Hoffentlich reicht der Rest an Energie. Schaut aber. Ich hasse euch alle. Scheißspiel. Heute mit der besonderen extra langen Folge, weil ich zu blöd zum Kacken bin. Weil das ist ja, es ist ja nicht mal, dass es schwierig wäre oder so. Es ist einfach nur, dass ich zu doof bin. Weißt du, ich hätte einfach in Ruhe, lalala, die ich ja dann weghauen können, aber nö. Und ich könnte das Ding auch mal auf Anhieb treffen und nicht erst später. Spaß, Spannung und Langeweile. Ach, was sage ich Langeweile? Ihr freut euch doch bestimmt, dass ich hier so verkacke. Ihr seid doch so... diese Menschen. Oh, shit! Ich hab da nichts mehr zu sagen, es ist... Worte sind hier fehl am Platze. Hey, ich hab's am Anfang getroffen, das ist aber trotzdem egal, weil ich sowieso nicht schnell genug dahin komme. So. So, warum nimmt der automatisch das Schwert in die Hand, wenn ich da B drücke? Das war unnötig. Der, wie hat er denn nicht getroffen? Also meine Bogenschützfähigkeiten haben auch schon mal bessere Tage gesehen, möchte ich ermeinen. Aber naja, so. Magische Energie, die werde ich brauchen. Bomben wahrscheinlich nicht. Die wahrscheinlich auch nicht, aber man nimmt, was man kriegt. So. Kommt diese Riesenblösen. Diese Riesenblöse. Kuckuck. Die blöde Riesenblume, so. Achso, nee, die musste ich ja kaputt hauen. Diese Motion-Sensor-Tracking-Technologie ist voll dämlich, wenn ich zu doof bin, das Ding wieder runterzunehmen und das quasi dann im weiß nicht viel 1000 Grad Winkel drehen muss. Das war's. Mini-Blume, stirb. Oh shit, ich hätte da rausgehen sollen. Ja, spuckt mich aus. Ah, ich glitzer lila, ich bin Feenlink. Komm jetzt auf den Sack. Nee, doch nicht. Das wird noch, das wird noch, das wird alles gut. Hab ich dann vergessen? Nein, habe ich nicht so. Die letzten beiden, wenn ich mich nicht richtig irre. Ein Schlag. Hat gefehlt. Ein einziger Schlag. Naja. Aber egal, ich hab, Wodka. Ich habe mal so eine fertige Garnfratze an. Wenn ich war.
Na gut. Soll ich durchgehen? Ich glaube nicht. Ich habe euch gerade so schön viel gezeigt, dass ich jetzt nicht durchgehe. Haha. So, darum in der nächsten Folge geht's weiter, was hinter diesem lustigen Gang ist, den ich jetzt geöffnet habe. Also bleibt gespannt. Bis zur nächsten Folge. Let's play The Legend of Zelda Wind Waker auf der HD Wii U. Gut, zu schnell geredet, verkackt. Schade. Nächstes Mal mache ich es besser. Bis dahin. Ciao.